Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Folge, ja, ihr seht richtig, Farming Simulator Landschaftsart Simulator 22. Was haben wir gedacht? War eigentlich hier löschen. Ich habe mir gedacht, wir machen mal was anderes als Mord, Totschlag, Survival. Sind mal ein bisschen entspannter unterwegs. Ich habe den vor ungefähr 2 Jahren schon mal gespielt. Oder vor 3? Vor 2 Jahren, wenn überhaupt. Ja. Rausgekommen ist praktisch. Weiß ich nicht mehr genau. Wir nehmen einfach den. Ich habe keine große Lust, irgendwelche Charaktere auszuwählen. Ach, Tour brauchen wir nicht. Ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal wieder damit an. Hakt jetzt hier doch ein. Pass auf. Mal eben gucken. Irgendwie konnte ich gucken, wie viel FPS ich habe, glaube ich. Also muss ich mal ein Video-Overlay anmachen. Okay. Sollte eigentlich funktionieren, ne? CPU langweilt sich. Machen wir gerade auch manchmal. So, wir sind. Wo sind wir denn? Da unten an der Karte sind wir. Standard Startposition für das sind den normale Karrieremodus. Wir werden jetzt in dieser Folge erst einmal die Grundlagen lernen, beziehungsweise wahrscheinlich eher Helfer einstellen, als das selber zu machen. Also ich finde das in der Auflösung schon ziemlich gut. Das wäre 1440p. Und wahrscheinlich nur die Ruckler zwischendurch, wenn er von der Karte irgendwie was noch nachlädt. Also das ist mein Feld, Weizen abgeerntet. Das ist mein Feld, Weizen erntereif. Mein kleiner Mähdrescher. Ich würde allerdings, also das Feld 38. Ne? Ich würde allerdings sagen, dass der hier falsch steht, weil ich glaube, man geht doch eher die lange Seite, oder? Das ist auch meins, gedüngt nichts, benötigt Kalk. Worauf ich überhaupt keine Lust habe, das würde ich hier direkt einmal einstellen, sind die komischen Steine. Und dann, was? Ja, Schnee, ja, Fruchtzerstörung, nein. Steine, nein. Und Unkraut lassen wir noch an. Ja, sonst haben wir immer nichts gemacht. Die Steine sammeln, naja, das muss nicht sein. Schön. Reifen, hört mir. Wir steigen einfach mal ein. Dann werde ich den mal. So, geht das jetzt? Ja, ich glaube, jetzt geht das besser. Ne? Ich werde den mal hier anders hinstellen. Ich hoffe, das Silo ist nicht im Weg. Also lenken mit Tastatur. Das ist auch schwierig. Ah, das passt schon so ungefähr. So, Drescher aufklappen.
Ablage wollen wir natürlich haben. Schneiderwerk senken. So. Machen wir mal an, ne? Also, wie läuft jetzt hier schon mal? Dann lassen wir den Helfer weitermachen. Alle kann ich wegmachen. Dann haben wir hier noch ihn. Das ist ein Rober, würde ich sagen. Also muss das Feld erstmal neu gekobbert werden. Wird er wohl alleine hinkriegen? Sieht gut aus. So, was hat er hier vor? Gedüngt. Er will sehen. Oder? Ah, oh, das sieht mir so aus wie eine Sämaschine. Jetzt haben wir August und wir haben das hier angemacht. August noch sehen. Ja. Raps oder Pappeln? Pappeln ist jetzt doof. Gras natürlich auch, ne? Bin tatsächlich. Raps gibt 1800. Ein Gras gibt es ja so nicht. Doch. Aber für Gras brauchst du natürlich dann auch wieder das entsprechende Werkzeug erst. Na gut, dann bleiben wir einfach bei Raps. Saat wählen. Sarah Raps. Entladen. Habe ich überhaupt Raps drin? Ja, 600 Liter Raps. Aufklappen. Klappt der denn da auf? Aha. Das ist natürlich riesig, was er aufklappt. Machen, senken soll ich es auch nochmal. So. Das ist doch immerhin schon mal was. Da hinten wird gedreschert. Da wird gebohrt oder so, denke ich. Hier wird neu gesät. Dann lasse ich den hier auch einfach mal weitermachen. Oder hier haben wir noch einen. Steier. 8150 Turbo mit einem Hänger dran. So, ja, der Mähdrescher ist ja auch irgendwann mal voll. Gucken wir uns jetzt nochmal eben hier an, wie denn das Abladen funktioniert. Und ob die Fruchtzerstörung auch tatsächlich aus ist. Mache ich mein Feld kaputt. Ja, läuft. Okay. Abdeckung aufmachen. Mal schauen, dass wir daneben kommen. Passt das? Passt das? Ich glaube, das passt nicht. Schnell aus dem Weg fahren, bevor er mich umfährt.
Ja, aber das läuft doch schon mal in unserem kleinen Hof. Da wollen wir noch mal eben gucken, was wir hier alles haben. Also hier haben wir ein Silo. Ein Silo, Quatsch, ja doch, ein Fahrsilo. Hier haben wir ein richtiges Silo mit, ich denke mal, nichts drin. So, da, das Silo ist leer. Pharma 400 plus Obi 1000. Dann haben wir hier unser kleines Farmhäuschen. Hilfe öffnen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Monate zu überspringen. Hier habe ich noch ein kleines Auto. Arbeiten nachfleißig. Was haben wir sonst noch? Alle. Hier kann man, glaube ich, Wasser tanken. Glaube ich. Dann haben wir hier noch das, ja, Anhängerchen für das Mähwerk. Hier haben wir ein Heulager. Wenn ich jetzt Hilfe sage, bauen wir mal. Heulager. Hier meine ich, können wir auch Wasser für umsonst irgendwo herkriegen. Mal noch schauen, dass wir nicht zu weit reinfahren. Oh! Gottes Willen. Ja, ich bin eigentlich jetzt tot. Weil mich der Citroën oder was so aussieht wie ein Citroën umgefahren hat. Ja. Gut, dass das nicht an ist. Ich glaube, das geht auch gar nicht an, aber ja, mehr Sachen haben wir hier auch nicht. Macht hier fleißig Weizen. Mal gucken, was sagt er denn mir jetzt hier? Weizen abgeerntet. Wird dir Unkraut wachsen? Striegel. Benötigt Kalk. Also müssen wir irgendwie noch Kalk, Kalkstreu, irgendwas, Striegel. Weiß nicht, ob ich die mit dem Geld bekomme. Aber da können wir ja direkt schauen hier. Vielleicht gibt es gerade ein Angebot. Hautschläger, okay. Radlader, Kartoffel, Saatmaschine. Brauchen wir nicht. Wartet. Lohnzahler und Kraftstoff. Ja, wir haben fertig. Bei dem gucken. Wenn wir schon gerade am Gucken sind, gucken wir hier auch nochmal. Wirken hier ungedüngt. Raps im Wachstum, Ertragsbonus, gedüngt 0, Unkraut wachsend, Striegel. Benötigt Kalk, muss gewalzt werden. Wieso muss das gewalzt werden? Das muss überhaupt nicht gewalzt werden. Wie soll ich denn das walzen? War das walzen? Ich glaube nicht, dass man das walzen muss. Okay. Irgendwas. Düngerstreuer. Hab doch irgendeiner, der kann beides, ne? Der kann düngen und kalken. Der kann nur düngen. Der kann auch nur düngen. Was ist der denn so viel mehr? Wegen der Literzahl kostet er so viel mehr. 45.000 für Kalken und Düngen. Striegeln. Zusätzlich kann es säen. Achso, aber auch nur Gras. Ich weiß es nicht. Und Raps. Oder so. Das ist dieses Zwischenblock-Ding da, ne? Sojabohnen. Ja, Gras, Öl,
Raps. Grasölrettich und Raps. Und dann wird er sogar noch gehen, ne? Ich meine. 9 Meter breit, 6 Meter breit. Wieso kostet das 9 Meter breite dann viermal so viel? Also ich würde sagen, kaufen wir uns. Ja. Sicher. Da hat ja nichts anderes übrig. Eine Düngestreuer brauchen wir auch noch. Am besten einer mit Kalk, 45.000. Ja. Ich glaube, das reicht. Reifen und so. Ja. Für 8.000 Euro mehr gibt es 6 Meter mehr in der Breite. Ich glaube, auf Dauer macht das sogar Sinn. Ach, kaufen wir das alles. Was soll es denn, ne? So, die sind ja alle unterwegs. Er ist bei 39%. Oh, glaube ich, stehe im Weg. Sorry. Dann lass mal den Hänger mal hier stehen. Und dann müssen wir mal schauen. Okay. Der Händler, da sind wir. Kommt keiner. Das mit dem Blinken lasse ich aber, ne? Also. Hupen. Super Hupe. Ich weiß doch gar nicht, wie das. Hier müsste der. Automatisch machen, den habe ich gar nicht gesehen. Könnte man die Kamera einstellen hier? Ich möchte doch irgendwie. Ach, guck mal. Eine Rundumleuchte. Steht doch da drauf, du Depp, ey. Die haben wir und die. Achso, wir haben nur die beiden. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal das erste neue Spielzeug ab. Ja, und während ich die Spielzeuge jetzt mal zu meiner kleinen Ranch bringe, bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt LS22. Macht's gut und ciao, ciao.